eigentlich, ja, was du dann denkst, genauso wie Leute sagen, die Menschheit kann nicht ohne Geld, es ist so. Es würde kein Mensch mehr was machen, wenn es dafür nicht eine Entlohnung gäbe. Es geht nicht ohne irgendeine Währung oder irgendwas, ja. Es gibt viel zu wenig Menschen, die sonst noch irgendeinen Antrieb hätten, weil, sind wir mal ehrlich, würdet ihr das, was ihr jetzt als Beruf macht, machen, wenn ihr nicht Geld dafür kriegen würdet? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich nicht. Ich bin auch ganz ehrlich, ne? Leute, wenn ihr etwas könnt, egal was, tut es nicht für umsonst. Egal was es ist. Gut, es gibt da schon kleine Unterschiede. Ich finde es auch zum Beispiel, ich finde es unpassend, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin saugeil in Photoshop und habe dann einen Freund, der mal kurz was gefotoshoppt braucht und ich sage dann, ja, wenn du mir 20 Euro dafür gibst, dann sagen, das ist dann für mich schon wieder so ein Punkt, wo ich sage, ja, auf. Das ist für mich so ein Freundschafts-Ding, ja. Aber Ding, ja, dafür empfiehlst du das, was er macht, ja, weiter. Das ist trotzdem eine Bezahlung, eine Art der Bezahlung. Weil das du stimmt. bezahlst ihn mit Werbung. Du wirbst für ihn in dem Moment. Das ist auch eine Art der Bezahlung. Ja gut, das stimmt. Ich rede jetzt von solchen Sachen wie zum Beispiel, gehen wir davon aus, zum Beispiel, jemand kann gut mit Menschen. So, das heißt, er geht irgendwo hin, zum Beispiel in ein Heim für Behinderte, zum Beispiel. Ja. Und stellt sich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 12 Stunden dahin und hilft denen, weil die alleine nicht zurechtkommen. So. Ja, das stimmt. Und dann sagt der Chef, hast du gut gemacht? Und dafür, dass du jetzt ein gutes Gefühl hast, anderen Menschen geholfen zu haben, ist das ja Bezahlung genug. Ja, genau. So. Wer würde das machen? Es gibt Leute, die das machen würden, aber das ist eine Spezies, die am Aussterben ist. Es ist halt tut so. Tut mir leid, die Welt ist kapitalistisch. Ja. Wenn ihr etwas könnt, fordert irgendetwas dafür ein. Sei es Geld oder Werbung, wenn ihr was Kreatives macht. Ja. Es ist halt einfach so. Weil Werbung ist halt bei kreativen Köpfen halt wichtig, weil je damit mehr Leute euch wahrnehmen, desto mehr Aufträge bekommt ihr und dementsprechend könnt ihr später damit mehr Geld machen. Und verschreckt die Leute nicht am Anfang. Weißt du, wenn ihr mal einen Auftrag bekommt, weil euch irgendjemand entdeckt hat, gleich einen riesen Preis am besten, keine Ahnung, für einen YouTuber nach 5 Euro, der denkt sich so, Alter, du bist kein Profi, wieso soll ich Geld bezahlen? Das ist halt einfach so, ihr müsst euch erst einen Namen machen. Angehen, ja. Es ist keine Schande, für etwas Geld zu nehmen, wenn ihr etwas könnt. Ja, ist so. Das ist sogar euer gutes Recht. Ist auch so, ja. Ihr geht ja auch nicht so in den Supermarkt, nehmt euch ein 6er Wasser und sagt, den borge ich mir mal eben. Es ist ja sogar bei so sozial gestellten Einrichtungen, sagen wir zum Beispiel mal das Rote Kreuz, die machen ihre Erste-Hilfe-Kurse auch nicht für umsonst. Nur, dass die Menschheit jetzt anderen Menschen besser helfen kann. Nee, so geht das nicht. Die Sachen müssen bezahlt werden und die Leute, die es machen, müssen auch bezahlt werden. Wovon sollen die leben? Es ist so. Ja, jetzt mal ein blödes Beispiel, aber ja. Beim Roten Kreuz ist es halt auch gut, dass wenn man Blut spendet, erstens ist es eine super Sache, Blut zu spenden an dieser Stelle, also Häkchen für gutes Gewissen. Und die Sache ist die, das Rote Kreuz gebt euch zwar kein Geld dafür, dass ihr euer Blut da lasst, aber die versorgen euch so weit, dass wenn sie euch Blut abgenommen haben, ihr könnt da was essen, ihr könnt da was trinken und ihr seid wieder gut dabei und könnt da rausgehen. Und was tatsächlich auch eine Sache ist, und ich finde, sowas ist viel wichtiger, dass sie euch nicht nur Blut abnehmen und euch dann wieder wegschicken, sondern dass sie wirklich darauf auch ein bisschen achten, dass ihr euch ernährungstechnisch wieder so bewegen könnt wie normal. Dass ihr danach theoretisch wieder sofort Sport machen könnt. Ich sag's mal so, ich war ja auch schon bei einigen Blutspenden dabei, also auch viel geholfen und so. Und da werden auch Dinge hergegeben. Je nachdem, wie oft du schon gespendet hast, dürfen sie sich dann da was aussuchen. Jetzt wird kein Geld hergegeben, aber es werden Sachpreise so gesehen hergegeben dafür, dass man dann gespendet hat. Ja. Also das gibt's schon. Da kommen dann halt Gelder von, ja, so gesehen vom Staat auch mit. Ja, solche Einheiten wie das Deutsche Rote Kreuz wird natürlich vom Staat finanziert. Aber es ist trotzdem auf euch angewiesen. Das muss man halt einfach sagen. Und die machen das nicht umsonst. Die kriegen Geld dafür, dass sie das tun. Aber
Es ist auch wichtig, dass die Leute da mitziehen und da auch hingehen und hin und wieder mal ein Tröpfchen da lassen. Ja, klar, das ist. Ohne solche Sachen geht's nicht. Genauso wie alle anderen Spenden, was körperliche Dinge angeht, weil genauso Knochenmarkspenden oder sonstiges. Das ist alles ein wichtiger Teil, womit andere Menschen länger und besser wieder leben können, wisst ihr? Das ist halt. Ihr würdet es auch wollen. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ihr würdet es für euch auch wollen. Ich habe zum Beispiel einen Organspenderausweis. Ich weiß, was nach meinem Tod dann passieren kann oder passieren wird, aber ich kann damit leben, wenn ich dann weiß, dass ein anderer dafür besser leben kann, weißt. Und mittlerweile ist es ja so, dass man echt nur noch Organspender ist, wenn man diesen Ausweis hat und nicht ohne. Früher war es nämlich so, dass man von Haus aus Organspender war und nur kein Organspender, wenn man keinen Ausweis hatte, da wo das drinsteht, dass man keiner ist. Ach Gott, nein. Nein! Nein! Ich kotze, das ist der letzte Komet, ey. Ach, bitte. Ja, also das ist auf jeden Fall wichtig, da auch mal. Es ist sowieso wichtig, sich auch mal darin zu versetzen, wie wäre es denn, wenn es mir so ginge, finde ich. Also, es ist genauso wie Leute, die oft Scherze über schlimme Krankheiten machen, wo ich mir denke, das ist die eine Sache, wenn ich damit zum Beispiel Sachen kompensiere halt. Das ist die eine Sache, aber wenn ich das als irgendwie eine Beschimpfung oder so, was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, das ist was einem leicht rausrutscht, aber was ich zum Beispiel ganz schlimm finde, ist, wenn einer einen als behindert oder als Spasti bezeichnet, die Leute, die das haben, die können da nichts dafür, wisst ihr? So, ich will jetzt mal eben noch eine Geschichte raushauen. Ja. Und zwar war es geh doch runter. Heute so, dass ich erfahren habe, dass eine Schauspielerin, die Shannon Doherty, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, mal gehört, keine Ahnung, wer will jetzt 90210 mitgespielt. Ja. Also ist vielleicht nicht so ganz dein Jahrgang. Ja, ich kenne die Serie noch, sagen wir es. Die hat Krebs. Ja. Hat sie jetzt bekommen. Und die hat jahrelang, hat die auch zur Forschung und zur Spende, also zum Blutspenden und so aufgerufen, ne? Weil man weiß nie, wen es passiert. Ne? Und jetzt ist es ihr selbst passiert. Und das Schreckliche dabei ist, dass in diesem Bericht, den ich gesehen habe, diejenige, die den Bericht praktisch, die hat halt darüber erzählt, so, ne? Ja. Dass sie das halt hat und so. Und dann fällt folgender Satz, was ich richtig schlimm fand. Und zwar, und jetzt leidet die bekannte Schauspielerin, jetzt leidet die bekannte Schauspielerin, die Kettenraucherin ist, an Krebs. Ja. So. Jetzt kommt der Punkt, ne? Bekannte Kettenraucherin. Hätte ich erwähnt, wenn sie Lungenkrebs hätte. Aber sie hat Brustkrebs. Und das da merkt man ja schon, dass diejenige, die diesen Bericht verfasst hat und vorgelesen hat, ja schon irgendwie was dagegen hatte, dass diese Frau geraucht hat. Irgendwie so, schon, ja. Weil dieser Brustkrebs kommt ja nicht durch das Rauchen, sondern das war eine negative, nicht objektive Meinung. Und das finde ich schrecklich, dass sowas dann mehr oder weniger dann über so ein ernstes Thema wie Krebs geredet wird und dann so ein unterschwelliger Ton mit reinkommt. Sowas finde ich einfach schrecklich. Weil es ist halt schlimm. Einfach so, es gibt Leute, die rauchen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und wenn andere meinen, die deswegen zu verurteilen, mein Gott, ne? Aber in dem Moment war das halt wirklich so ersichtlich, dass diese Frau einfach sowas von was dagegen hatte, dass diese Frau eine Kettenraucherin ist. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich finde, als Reporter sollte man doch eigentlich immer objektiv sein. Sollte man eigentlich, aber es sind leider viele nicht. Ach, kommt da jetzt nochmal eine Plattform? Ja, also es sind leider viel zu viele nicht. Ja, bei den anderen Stationen war es so. Nur ich glaube, ich darf hier keine einzige Münze verpassen. Oder zum Beispiel, richtig schlimm sind ja zum Beispiel Generkrankungen, ne? Und zwar, ganz bekannt ist ja zum Beispiel die Parkinson-Erkrankung von Michael J. Fox.
Ja. Oh. Und er hat mal einen echten Arbeitskollege gesagt, ja, ist doch selbst schuld, wenn er Parkinson hat. Wobei ich mir denke, Alter, was kann er denn dafür? Das ist eine Generkrankung. Wie hätte er was dagegen tun können? Er hat jetzt was dagegen getan. Er hat die Krankheit und hat eine Foundation gegründet. Und man sieht halt auch, dass er vor ein paar Jahren, es ging ihm noch wesentlich schlechter. Er hat diese Krankheit ist nicht besiegbar, aber ja. Er kann wieder öffentlich auftreten. Und das ist ein Riesending in meinen Augen. Und der macht ihn da schlecht. So, das ist über halt Krankheiten, gegen die man nichts tun. Ist genauso wie wenn jemand Diabetes hat. Dafür kannst du nichts. Und deswegen finde ich es auch so schrecklich, wenn Leute, die echt zum Teil das Letzte sind, dann mit solchen Wörtern beschimpft werden, wo ich mir dann denke, das ist eher eine Beleidigung für die Leute, die das haben. Weißt du? Das ist halt echt so. Das sind nämlich deswegen keine schlechteren Menschen. Oftmals sind Leute, die ja Behinderung oder eine schlimme Krankheit haben, sogar die besseren Menschen. Mal ganz klar gesprochen. Nicht immer, aber manchmal. Schwert, ne? Manchmal gibt es natürlich auch Behinderte, die ihre Behinderung ausnutzen. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber dazu müssen die Behinderten zum Teil auch erstmal so schlau sein, darauf zu kommen, dass sie das ausnutzen können. Weil ich habe zum Beispiel, ich arbeite mit Behinderten und ich habe zum Beispiel Leute, die würden da nicht drauf kommen, teilweise. Die sind halt dann so weit geschädigt, dass man sagen muss, Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so die Erfahrung mit Behinderten. Und wahrscheinlich würde ich es noch nicht mehr durchschauen, ob die das jetzt mit Absicht machen oder nicht. Aber ich bin halt auch froh, dass es Leute gibt, die in dem Bereich arbeiten und diese Unterschiede erkennen. Ja. Einfach, weil sie die Berufserfahrung haben. Das ist genauso wie, wenn jemand krank ist. Ist ja egal, weswegen er im Krankenhaus ist. Und dann extra Mittel schiebt, aber Krankenschwestern können sowas durchschauen. Die wissen, wann es einem richtig schlecht geht und wann einer nur so tut, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist so, ja. Deswegen. Hundertprozentig kann es natürlich keiner sagen, weil man kennt die Person ja nicht immer persönlich, weil jeder ein bisschen anders reagiert, aber so ein Grundgefühl haben die natürlich, ja. Oh. Nein. Ach komm, ich hasse dieses Level. Ich will doch nur den Scheiß jetzt endlich beenden. Wir nehmen seit über 2 Stunden auf. 2 Stunden schon? Ja, nicht ganz. 1,53. Aber ich habe Hunger und so langsam reicht's mir. Ach ja, das muss man auch dazu sagen. Als wir hier angefangen haben aufzunehmen, da kam er gerade erst nach Hause. Also er ist praktisch direkt am PC, wollte aufnehmen. Und ist eigentlich zu noch nichts anderem gekommen. Bitte. Ich habe auch nicht gedacht, dass es so lang dauern wird. Noch einmal. Zumindest die lila Kometen hätte ich schon ganz gern fertig. Das ist der letzte. Ich bin schon echt gespannt, wie diese Folge geschnitten wird, weil die müsste jetzt schon unglaublich lang sein. Die hier? Ja, weil ich glaube, ich jetzt schon 2 Kometen oder so in dem gemacht habe. Die müsste echt schon lang sein, das stimmt. Ja, die müssen wir irgendwie schneiden ohne An- und Abmoderation. Ja, ist ja auch beim anderen LP-Jan manchmal so. Ja, also wenn es mal eine gab ohne, entschuldigt, aber wir achten da gerade nicht so drauf, weil der Redefluss da doch zu interessant war. Ja, und außerdem das nächste ist halt einfach das, dass wenn wir den Redefluss unterbrechen, gehen oft die Themen verloren und dann haben wir wie in dem einen Part mit dem Luigi kein Thema erstmal. Und dann machen wir lieber so weiter. Genau. Dann ist halt ein Cut drin. Und wir haben heute eigentlich auch echt viele Themen angeschnitten. Ne? Also wir haben Krankheit so behandelt, wir haben Politik behandelt, wir haben Sport behandelt, wir haben Hobbys behandelt, wir haben Arbeit an sich behandelt. YouTube an sich. Ja, also ist schon echt viel dabei gewesen. Ja, und ich denke nicht nur schlechte Themen. Mal schauen, wie die Leute es auffassen werden. Zumindest die es halt sehen. Und ja. Aber irgendwie werden Part 2 und 2. Dabei ist immer ganz gut geschaut. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja, wie gesagt, einer der Vertreter, wo sagt, manchmal finde ich so Sachen, wo man zusammenquatschen kann, halt einfach besser, weil es kann mir keiner erzählen, dass ein Monolog besser ist als ein Dialog. Selten, selten. Ein Dialog ist immer interessanter, weil es mehrere Ansichten, also 2 Ansichten gibt. Ja. Es gibt leider, aber was man halt feststellen muss, ist, es gibt leider nicht so viele oder so extrem viele Spiele eigentlich, zumindest im Nintendo-Sektor, die du together machen kannst. Erstens mal, weil Nintendo halt scheiße ausgebaut ist, was Online-Modis angeht. Ja, ist eher ein lokales System bei Nintendo. Ja. Wer weiß, ob es mit der neuen Konsole besser wird.
Nein, ich habe eine Münze vergessen. Ich glaube, das beste Online-Spiel. Ich nehme jetzt gleich meinen Schreibtisch auseinander. Dürfte Mario Kart sein. So ziemlich ja vom Online-Leistungsding her auf jeden Fall. Obwohl ich nicht weiß, wie das mit Animal Crossing ist. Animal Crossing soll auch gut sein. Was ich mir zum Beispiel wünsche, ist nicht, dass ich von einer Kugel getroffen werde, sondern was ich mir eigentlich wünsche, ist mal ein Mario Party mit Online-Mode. Das würde für mich diese ND-Cube Mario Party schon allein deswegen viel weniger schlecht machen. Weil, naja, ich könnte es wenigstens auch mal so mit Leuten... Machst du! Naja, ich meine, dieses Thema, was ich bei Nintendo ändern muss, das hatten wir ja schon in deinen Klartext-Videos. Also, wenn ihr da interessiert seid, was wir über Nintendo und Veränderungen, die bei Nintendo stattfinden sollten, denken, schaut euch die Klartext-Sachen an. Ja. Da waren wir, glaube ich, zu fünft oder so. Ja, da... Zu viert waren wir, zu viert. Glaube ich. Iracu, Tim, Simpson. Du, Simpson, ja doch zu fünft. Ich habe mich selber nicht mitgezählt. um es ganz kurz zu machen, wir sind eigentlich fast alle der Meinung, oder ich bin vor allem der Meinung, das ist einfach so eine Mitgliedschaft, die man halt im 3-Monats-Abo zum Beispiel abschließen kann für 15 Euro, wie zum Beispiel PlayStation Plus oder Xbox Gold, schon sehr viel bringen würde einfach. Einfach weil man das Geld dafür nutzen kann, um eventuell manche Rabatte im E-Shop zu machen, aber auch um Server zu bezahlen. Und dadurch auch bessere Server einfach zu haben. Ja. Deswegen, das ist so das große Problem, was Nintendo fehlt. Also, dass zum Beispiel Sony ist ja diesen Schritt gegangen, als sie gewechselt haben von PlayStation 3, PlayStation 4, dass Online-Gaming nicht mehr umsonst war, sondern größtenteils halt wirklich bezahlt werden musste. Und bei Microsoft hat schon immer gekostet. Ja, ja. Aber Microsoft, naja, das ist ein eigenes Buch, sag ich mal. Ich muss sagen, ich bin PlayStation Plus Mitglied. Mhm. Ich habe für 3 Monate, glaube, 20 Euro gezahlt. Das sind, glaube ich, 6 Euro pro Monat. Absolut bezahlbar. Und ich habe 2 Spiele umsonst bekommen oder so. Und eins davon war zum Beispiel hier Saints Row 4 Get Out of Hell. Das heißt, ein Vollversionsspiel plus DLC. Also kann man nicht meckern, wenn man das einfach mal so umsonst bekommt. Einfach nur, weil man diese Mitgliedschaft hat. Ja, das stimmt schon. Ja, es ist halt immer so ein Abwägen. Nintendo sollte halt vielleicht so einen guten Mittelweg finden zwischen gute Leistung und nicht zu teuer. Dazwischen abwägen, weißt du? Mhm. Weil ich sag halt mal so, es gibt, wie wir vorher schon festgestellt haben, natürlich eine sehr junge Kundschaft. Ja. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, schau dir bitte Super Smash Bros. Für Wii U an. Ja? Das ist richtig schlecht vom Online. Wobei, ja. von der Wii U geht's ja noch von der Wii. Pass auf, darauf will ich gar nicht hinaus. Ich rede von 7 oder 8 Euro für Rio. Ja, das ist ja halt also, richtig. Ganz dann zahle ehrlich, ich lieber für den Online-Mode. Einerseits zu sagen, ja, aber die Hauptzielgruppe sind ja Kinder, ne? Aber dann DLCs rauszubringen, die so viel kosten wie ein runtergesetztes Minispiel von der vorigen Konsole. Ja. Und das ist nur eine Figur, die man spielen kann. Eine einzige Figur. Und es gibt Packs bei Smash Bros., die billiger sind als Rio alleine. Ja. Also, das stimmt. Please. Nintendo ist eine Gaming-Marke wie Sony und Xbox und die anderen beiden schämen sich halt nicht, extra Geld zu verlangen für besonderen Service. Und warum sollte Nintendo da eine Ausnahme machen? Und wobei Nintendo halt tut mir leid, Kinder zocken Call of Duty wie nichts anderes und können trotzdem sich die DLCs davon leisten. Also, nein. Wir nehmen, by the way, jetzt 2 Stunden auf. Ich habe keine Lust mehr gerade. Ich muss gerade echt sagen, langsam vergeht mir die Lust wegen dieser blöden lila Münzen. So. Nintendo hat da schon immer so seinen eigenen Weg gehabt. Ich weiß nicht. Einerseits
haben da schon immer coole Sachen gemacht. Andererseits sind sie, was Community-Nähe jetzt angeht, von Wünschen her nicht unbedingt die Besten. Muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Da sind, glaube ich, andere Spieleentwickler ein bisschen weiter. Nintendo ist ja weitestgehend auch ein Publisher wie Sony, also... Ja, klar. Ich muss halt auch einfach gestehen, mein Gott, klar, dann bringen sie einmal im Jahr ein geiles Spiel raus, aber es ist zu wenig. Wie gesagt, also ich weiß ja von dir, Fabi, du wirst dir auf jeden Fall dir nichts holen. Hm. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bevor ich nicht mehr als zwei Titel da sehe, werde ich es mir nicht holen. Ja, also ich habe allein schon mit Zelda Breath of the Wild einen Zelda auf jeden Fall verkommt. Zelda ist angekündigt. Und das war's, glaube ich. Mehr ist bisher nicht angekündigt. Bisher ist nicht mehr angekündigt. Ja, doch, von EA irgend so ein Tanzspiel oder wie war's? Ja. Ubisoft. Ubisoft, Entschuldigung. Just Dance. Just Dance, das ist das einzige. Ich bin ein Ubisoft-Fanboy. Seit der ersten. Ich habe Rayman schon als Kind gespielt, also. Ja. Also, wie ich ein Naughty Dog-Fan bin. Wie gesagt, ich komme halt auch aus dieser PlayStation Kiste und bin deswegen natürlich auch ein Crash Bandicoot-Fan, auch wenn viele wieder sagen so, ah, Crash bei Skylanders, oh, das wird so kacke und pipapo. Ah, fuck. Aber es soll noch ein eigenes Crash-Spiel wiederkommen und Crash Bandicoot ist super. Jetzt so. Ja, das... Ich glaube auch nicht, dass Crash Bandicoot schlecht ist. Ich habe Crash tatsächlich nie so gespielt. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Hm. Ich weiß, dass wir ganz früher die PS1 hatten und dass wir da das Crash-Spiel drauf hatten, aber ich habe es eigentlich nie gespielt. Okay. Also das erste Crash Bandicoot. Ich weiß noch, dass ich einen Racer von Crash sehr mochte. Ich glaube, das hieß Crash Nitro Kart. Oder so. Ah. Das fand ich ganz cool. Crash ist Racing aber... Team oder so ist das. Vielleicht gab es auch mehrere, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall war das auf jeden Fall ganz cool. Aber viel mehr habe ich mit der... Ich hoffe halt nur, dass zum Beispiel aus Yooka-Laylee nicht sowas wird wie Mighty No. 9. Ja, ja, so dass halt alle was anderes erwarten, als es letztendlich dann ist, ja. Nee, einfach, dass das so ein paar. Weil Mighty No. 9 ist eigentlich ein cooles Spiel. Die Mechaniken funktionieren und die Level sehen eigentlich auch ganz gut aus. Das Artdesign ist auch super. Nur so bei solchen Sachen wie zum Beispiel, dass in den Cutscenes sich keine Mundanimation oder noch nicht mal eine Animation an sich bewegt, sondern die stehen da meistens nur rum und dann hört man auf dem, aus dem Off einfach irgendwelche Stimmen, die miteinander reden. Ist halt so ein bisschen so semi-geil. Ja, das bin ist ich halt auch ganz old ehrlich. School Warfare. Und was ich, wo denk, ich das mir halt denke, nicht mehr zeitgemäß. Da hätten sie doch eher irgendwas machen können, so Cutscenes im Bereich, wie zum Beispiel, dass man einen Comic zeigt. Weißt du, immer so Bilder wie so ein Comic, dass man so ein Comic-Heft durchliest, ne? Ja. Und dann einfach so Bilder, in denen die sich halt auch nur so Atmen-Animationen hätte. Es hätte auch seinen Charme gehabt, man hätte gewusst, warum die sich nicht großartig animiert haben. Ne? Das wäre sogar noch ein bisschen cooler rübergekommen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh! Wie auch immer ich das überlegt habe, nein, nein, nein. Bleib da jetzt, du Arsch. Und du, Depp, hörst sofort auf. Danke. Alter. Oh, ich krieg einen Herzinfarkt gerade, ey. Das muss es jetzt einfach sein. So weit war ich noch nicht. Eine Münze fehlt. Sag nicht, dass ich die auf dem Weg vergessen habe, sonst ist es gleich vorbei. Sonst sind meine Nerven jetzt kaputt. Da ist sie. Eine Münze. Oh, Entschuldigung, ich unterbreche dich heute dauernd. Das ist unglaublich. Das ist kein Thema. Sollen wir jetzt auch noch den Luma dranhängen? Ich weiß es nicht. Puh. Alter, ich bin fertig. Zwei Stunden und fünf Minuten kann man, glaube ich, ganz gut davon reden, dass er sich diesen Stern verdient hat. Ja, oder überhaupt diese sechs Sterne, die es da noch waren am Anfang der Zeit. Also sechs Kometen, jetzt ist nur noch ein siebter übrig. Und dann haben wir nochmal ein Finale. Ein verdammtes Finale. Und der hier will jetzt aber mehr Sternteile, als wir momentan haben, meine ich. Ich glaube, 1,6 will er. Ja, 1600.
Verdammt. Ja gut, auf jeden Fall war es jetzt hiermit erstmal, dass hier mal wieder eine Verabschiedung stattfindet. Und ja genau. Schaut beim Titus vorbei, ist in der Videobeschreibung und schaltet das nächste Mal wieder ein zu den wahrscheinlich letzten zwei oder vielleicht sogar dem einen letzten, kommt drauf an, wie die Mission da ist, Part von Super Mario Galaxy. Bis dann. Macht's gut.